Wir waren wieder schwer am Schuften. Game Changer ist der Song, unser neuestes Baby, was am Start ist. In dem Sinne, willkommen zum Proberaum-Tagebuch. Am letzten Mal haben wir ja schon angefangen, uns das Ganze mal so ein bisschen anzuhören, die richtigen Tonhöhen zu finden. Den Pre-Chorus und den Chorus nochmal angeguckt. Geguckt, wie ging der nochmal, das ging aber heute schneller als letztes Mal. Wie geht's jetzt weiter? Eine berechtigte Frage. Nico, kann kurz unter Rauchen gehen, wir klären das. Am Anfang ist die große Aufgabe immer, die Parts zu spielen, die auch schon in der Demo existieren, beziehungsweise sich so daran zu orientieren, dass wir wissen, okay, wir haben jetzt schon mal dieses Grundskelett, daran können wir aufbauen. Darum haben wir uns heute gekümmert. Also das ist, der erste ist 1, dann kommt der nächste auf der 4 und dann ist es 1 und 2 und 3 und Pause und auf der 1 geht's weiter. Dann ging der Pre-Chorus eigentlich doch relativ schnell. Von der Hand. Aufprobieren. Ja, der Chorus eigentlich genauso. So hier und da, klar, brauchte gerade Danilo ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Und da haben wir bei der Leadgitarre da so ein bisschen rumgebastelt, beziehungsweise Danilo hatte da so ein bisschen rumgebastelt. Und geguckt, was wir da am besten machen. Was hältst du davon? Geil! Das einmal umzudrehen. Auch der Nico hat im Chorus schon ein paar coole Ansätze mit der Betonung auf die Leadgitarre. Zum Thema Chorus, was ich da spiele, da habe ich so eine kleine Variation. Ich bin mir nicht sicher, ob das theoretisch immer, wenn das dreimal hintereinander kommt, ob das cool ist oder nicht, oder ob man denkt so, wow, das nochmal so hinkriegen, ja, ist alles gut. Siehst du, ich will doch bloß Kameras mitlaufen lassen. Oh nein, halt, warte. 1, 2, 3. Alles so kleine Sachen, wo man sagt, ja, das geht schon in die gute Richtung. Wir sind auf einem guten Weg mit diesem Song. Des Weiteren hat der Dennis dann heute schon mal angefangen, wo er denn gesanglich denn überhaupt liegen möchte. Normalerweise fange ich ja mal viel später an mit dem Gesang oder überhaupt zu singen in den Songs, in den Proben. Eigentlich erst, wenn die Lyrics stehen. Ich habe im Chorus ein Tonhöhenproblem. Die Gesangsmelodie, die ich mir mal vorgestellt habe oder immer noch vorstelle, ist vom Ton her sehr schwierig. Wir haben dann eine Zeit lang halt auf dem, was haben wir da gespielt, eigentlich den Chorus? Was ist der Chorus? Wo? Den Chorus gespielt. Den Chorus. Wir haben mal wieder den Chorus gespielt, eine ganze Weile. Diesmal ging es um den Dennis und um seinen Gesang. Denn die normale Oktave ist zu weit unten, um cool zu sein, und die nächste ist viel zu weit oben, um überhaupt noch singbar zu sein. Entweder ist sie sehr relativ tief gesungen, da könnte dann ein bisschen die Dynamik verloren gehen. Wenn ich es aber direkt in der nächsten Oktave singe, ist das schon sehr, sehr hoch. So ein Guns N' Roses-Ding. Welcome to the jungle! So ein bisschen was dazwischen. Komplett in die Scream-Richtung. Klang irgendwie schon ganz cool. Da kam dann doch zwischenzeitlich auch schon ziemlich nice Sachen raus, wo man auf jeden Fall drauf aufbauen kann. Die Richtung ist schon mal geil. Ja. Ich finde auch das mit dem Hohn gar nicht mal so verkehrt irgendwie. Auf jeden Fall hat man genug Potenzial in dem Song, um irgendwelche, wie jetzt im Schluss, wo das so ja solo-mäßig schon fast dann irgendwie so ein Ding gewesen ist, dass man da auf jeden Fall allein aufgrund der Variationen, die man theoretisch mit der Stimme machen könnte, viele Variationen im Song machen kann. Da werde ich mich wahrscheinlich zu Hause hinsetzen, damit wir beim nächsten Mal mit einer guten Gesangsmelodie durchstarten können. Auf jeden Fall haben wir einiges geschafft schon wieder. Wir sind gut dabei. Noch lange nicht fertig, aber auf einem guten Weg. Das Pleck ist weg. Jetzt ist das Pleck weg. Du bist wieder allein. Das Pleck ist weg. Weg! Da war es schön, mal mit Fingern zu spielen. Also es ist weg. Weg! Oh. Bleibt dabei, bleibt gespannt, wo das Game sich noch überall changed beim Game Changer.
Also, scheiße. Na, das war ja mal ein unfassbar kreatives Wortspiel vom Nico. Ob wir davon in der nächsten Folge noch mehr sehen werden oder ob es da allein um die neue Gesangsmelodie gehen wird, das und vieles mehr erfahrt ihr in der nächsten Folge vom Proberaum-Tagebuch.